Willkommen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Komm mit in den Stall, Teil 1. Wir haben in der letzten Folge schon einige Aufgaben geschafft. Uns fehlen aber noch 5 Punkte, um auf Teil 2 zu kommen. Und ja, irgendwie haben wir hier noch einen Punkt mit Fragen von den Leuten offen. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen auf die Suche. Im Stall war niemand. Auf der Weide sind wir schon dem buckelnden Pferd entkommen. Da war aber auch sonst keiner. Ich bin ein bisschen ratlos. Wir können hier und da noch hingehen. Ich habe natürlich noch nicht versucht, über die Brücke zu gehen oder zu der Brücke, von der wir gekommen sind, ganz am Anfang. Aber da können wir gleich auch nochmal hinlaufen. Aha, da ist die Frage, die wir gesucht haben. Hallo. Glaubst du denn, dass man Pferden Äpfel zur Belohnung geben darf? Ja, wenn sie tüchtig gearbeitet haben, nur wenn sie schlecht sehen. Nein, Äpfel können sie schlecht beißen. Was ist das für eine Antwort? Also genau genommen wäre das hier die richtige Antwort. Gut, dafür kriegen wir keine Punkte. Victoria behauptet, dass ich dumm bin. Aber ich habe auf alle Fälle Freunde. Die hat sie nicht. Ja, genau. Niedlich. Hier können wir noch nichts machen. Nach wie vor. Kriegen wir noch eine Frage, bitte? Von irgendjemandem? Monikas Wegfindung ist richtig super. Okay, sie hat keine Frage. Und dann wackeln wir wohl doch wieder zurück zum Dings. Schade, dass wir die falsch beantwortet haben. Ja, wahrscheinlich hätte man anklicken müssen, ja, wenn sie tüchtig gearbeitet haben oder so. Bin mir halt nicht ganz sicher. Können wir hier am Rand weitergehen? Geht es da lang? Na, gehst du weiter? Wollen wir doch mal versuchen, ob man hier auf der Brücke noch jemanden findet. Die Musik ist so richtig so uplifting und man will sich richtig bewegen dazu. Und sie schlendert hier so langsam vor sich hin. Ich glaube nicht, dass man hier jetzt wirklich lang gehen kann. Wer stellt uns Fragen? So. Ja, oder wir müssen halt einfach nochmal irgendein Spiel besser hinkriegen. Das Pferd putzen sehe ich irgendwie noch nicht, dass wir das besser machen können. Aber, Moment. Das Heuballen fangen, da waren wir nicht so gut drin und das um Vertrauen beim Pferd werben. Das heißt, das machen wir jetzt einfach nochmal. Das mit dem Pferd. Weil, ja, aus Gründen. Weil, das kann man, glaube ich, relativ lange durchhalten. Ich glaube, vorhin hatten wir 1:20. Wenn ich da jetzt 1,5 oder 2 Minuten hinkriegen sollte, was eigentlich nicht ganz so schwer ist, dann könnte das was werden. Mit der Medaille und den Punkten. Drückt mal die Daumen. Okay. Der wilde Bronco hier. Der meint's halt ernst, ne? Was machst du denn da? Genau, das frage ich mich auch. Ganz ruhig. Ja, wir zeigen dem Pferd gerade, wer der Chef ist und darum wird es uns vertrauen. Muss man genauso nachmachen. Bloß nicht, bitte. Was gibt so Momente, wo er sich auf die Mitte so einpendelt und auf einmal flippt er total aus, wieder nach links und rechts. Oh, bitte bleib da. Ganz ruhig. Uiuiui. Nee. Das war ja schlecht. Ich hab zu spät reagiert. Verdammt. Naja. Wenn du das so aufhörst, wird Lynette nie Zutrauen zu dir bekommen. Machen wir das nochmal? Ansonsten müssen wir nochmal Heuballen fangen gehen.
Ich weiß nicht, in was wir mehr oder weniger Chancen haben. Vor allem fühlt sich hier eine Minute einfach an wie 10. Das dauert so gefühlt richtig lange. Wir sind erst 20 Sekunden, oh Mann. Ja, jetzt gerade ist er relativ entspannt. Das kann gerne so bleiben. Na? Au. Ja, nee, jetzt ist er wieder wild. Nein, entspannen Sie sich. Okay, keine Chance. Wenn er diese random Ausraster kriegt, dann geht es einfach nicht. Okay, dann, Wenn du dich so aufhörst, wird Lynette nie Zutrauen zu dir bekommen. Müssen wir wohl nochmal die Heuballen fangen. Oder wir haben Glück und im Stall sabbelt uns nochmal jemand mit einer Frage voll. Das wäre ja der Traum. Sie hat keine Frage. Der Typ hatte eben auch keine. Bleibt wohl auch dabei. Sie auch nicht. Hm. Da können wir auch nicht hin. Warum aber? Ah, hier ist die Frage. Oh, schön. Da wusste ich nicht, was eine Box ist. Weißt du es? Darin wohnen die Pferde. Die hatten wir doch schon, die Frage. Hm. Okay, wir sind jetzt in Teil 2. Reitunterricht, die Sachen an ihren Platz zurücklegen. Ausritt mit Leuten. Ausritt mit Leuten. Okay. Die Sachen an ihren Platz zurücklegen. Wo finden wir das? Du bist viel besser als die anderen Pferdepfleger. Vielen Dank. Aber es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der noch so einen schmutzigen Job macht. Findest du? Ich dachte mir, dass du mein Pferd öfter reiten könntest. Aber pass auf, dass du es nicht verletzt, denn dann... Wenn du mehr Zeit mit deinem Pferd verbringen würdest, dann hättest du auch nicht so oft Probleme mit ihm. Da sagst du was. Das will sie bestimmt auch nicht hören. Willst du dich wirklich von Victoria ausbeuten lassen? Haben wir eine Wahl, ist die Frage. Neue Aktivität im Stall. Oh, wir können auch in den Wald ausreiten. Okay, wir gehen aber erst in den Stall und machen das. Da hinten. In der Sattelkammer sieht's vielleicht wieder aus. Wenn ich jedes Mal einen Zehner fürs Aufräumen bekommen hätte, wäre ich jetzt schon... Reich, wollte sie bestimmt sagen. Ich wollte sie gar nicht unterbrechen. Okay, Sachen kommen in die Putzkiste. Noch was für die Putzkiste? Ne, der Sattel kommt hier so, auf den Haken. Ja. Das kommt an den Haken. Da rein vielleicht. Das da. So, ja. Ah, ja. Das ging doch ganz gut. Das war schon die... Okay, cool. Ja. Dann... Wir haben immer noch ein paar Fragen von den Leuten offen. Aber wir gehen doch erstmal zum Reitunterricht. Das müsste da hinten auf dem Reitplatz gewesen sein. Oder gehen wir erst ausreiten? Wollen wir es erst lernen? Lernen wir, was wir da tun? Wir wagen es einfach. Ich meine, runtergefallen sind wir jetzt ja schon ein paar Mal. Das schockt uns nicht mehr. Ah ja, da wartet doch auch schon jemand auf uns. Ah ja, erzähl mal, wie geht das? Auf den Ausritten ist es wichtig, zusammen mit dem Pferd die Natur zu genießen. Da sagt sie was richtig Schönes. Okay, jetzt starten wir mal. Ja. Nee, wir gehen Schritt. Was bedeutet der Daumen? Ach, das bedeutet, wir machen es gut. Okay. Trab. Mhm. Müssen wir darüber springen? Reiten wir einfach durch? Galopp. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Wir haben keine andere Trab. Wahl, dachte ich. Die Info kommt auf jeden Fall spät mit dem Bach.
Galopp! Aber wir reiten mal lieber hier außen rum. Oh, noch ein Bach. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Okay. Trab. Nee, Trab. Nein, der Daumen, der kippt. Das wollen wir nicht. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Oh. Galopp. Ups, ja. Das ist ja wer wild. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Schritt. Das okay. Hätte besser gehen müssen. Ihr müsst mehr üben. Wir haben zu spät durchpariert, glaube ich. Machen wir nochmal. Finde ich auch geil. Einfach die Bezeichnung. Ausritt mit Leuten. Schritt. Na? Trab? Wann kommt er? Trab. Ah ja. Hat das Pferd eine rote Schleife am Schweif von ihr oder ist das einfach... Nee, Galopp. Ich glaube, da klippt einfach nur irgendwas wer ein bisschen. Will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Trab. Aber... Wieso kippt denn der Daumen immer so schnell? Der hat ein bisschen zu hohe Ansprüche. Galopp. Wir galoppieren schon. Entspann dich, Daumen. Wer machen will, das richtig. Kann versuchen, den Bach zu überqueren. Trab. Oh, schnell durchparieren. Nein, traben, nicht Schritt gehen. Maus, los. Attacke. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Machen wir das jetzt im Trab? Galopp. Galoppier bitte, galoppier bitte, galoppier bitte. Danke, danke, den danke, Bach danke. Zu überqueren. Schritt. Kann ich aber an dem Baumstamm vorbei? Ja. Oh, wir sind gerade noch rechtzeitig Schritt gegangen. Das wäre es fast gewesen mit dem Ausritt. Gut, dass wir wissen, was Schritt, Trab und Galopp ist. Wenn man das nicht weiß, dann ist man ein bisschen lost jetzt hier. Galopp. Eigentlich ist es auch nicht so schwer, aber ja. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Ja, wir sind schneller als du. Wir ziehen dich voll ab. Oh, da hinten ist schon das Ende. Okay, das heißt, das muss eine Goldmedaille werden. Wer will, kann versuchen, den Bach zu überqueren. Galopp. Ja, Galopp, los. Ja, 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 wir wollen bis zum Ende galoppieren. Attacke. Cool. Das habt ihr gut gemacht. Das ging wirklich ausgezeichnet. Das war ja gar nicht mal ganz so schlecht. Okay, dann wollen wir jetzt noch Reitunterricht haben. Du, 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 du. Okay, Reitunterricht war hier hinten. Eine neue Aktivität haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Wieso haben wir jetzt... Achso, stimmt. Vier Sachen, ja. Füttern, ausmisten, putzen und Sattelkammer aufräumen. Das hatten wir auf Anhieb schön gemacht. Ja. Aber das mit dem Heuballfangen hatten wir immer noch nicht perfektioniert. Kann sein, dass wir das echt nochmal wiederholen müssen für eine bessere Medaille. Mal schauen. Mensch, Monika, renn noch mal. Du kommst zu spät zum Reitunterricht. Oh, eine Frage. Die wollen wir beantworten. Du sag mal, weißt du, was eine Kardetsche ist? Du bist doch neu hier und bist ständig mit Victoria zusammen. Ich bin sicher, du weißt es nicht. Eine Aushilfe, die im Stall arbeitet, eine spezielle Reitgerte oder eine Bürste? Na, das ist doch einfach. Denkt sie denn, dass wir es nicht wissen? Mann, Mann. Ach, wir kriegen hier noch mehr Fragen von den Leuten. Okay, cool. Können wir jetzt hier reiten? Nee. Das ist es noch nicht. Ich dachte, das ist richtig. Ach, ich bin ja auch ein Vogel. Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Ist das bedeutet das rechts hier Springplatz oder was? Ah, na, das sieht doch aus wie für uns gemacht hier. Was tun wir da? Dreh
einfach noch ein paar Runden. Bis du dich sicher fühlst. Wenn du sicherer geworden bist, kannst du das Tempo erhöhen. Reitet an der Außenkante der Kegel entlang. Passt auf, dass ihr sie nicht umwerft, sonst verliert ihr einen Punkt. Okay, also ich bin jetzt schon schneller geworden, aber der Daumen ist noch happy mit uns. Ah, an der Außenkante. Oh Gott. Nicht umreiten. Dadurch, dass die Kamera gar nicht mitschwenkt, muss man ein bisschen umdenken mit der Steuerung. Okay, und das machen wir jetzt so lange, bis wir einfach hart failen. Und je länger wir es durchhalten, desto besser wird unsere Medaille, gehe ich mal von aus. Wie bei allen anderen Sachen irgendwie. Frag mich, wie viele Runden wir machen müssen, damit wir richtig, richtig gut sind und die Goldene kriegen. Das klappt auch wie am Schnürchen. Gut, dass wir schon galoppieren. Dass wir nicht mit Schritt anfangen mussten. Dass wir dazu nicht gezwungen wurden. Ja. Glückliches Däumchen. 1,5 Minuten. Wie viel muss man wohl machen? Also bei dem buckelnden Pferd waren wir da. Hatten wir da eine 2? Also eine bronzene oder eine goldene bekommen? Ja, so. So, jetzt nehmen wir uns eine etwas schwierigere Aufstellung vor. Okay, einfach nur kleiner. Okay. Gut, also vergleiche ich das jetzt lieber nicht mit der Zeit aus anderen Aufgaben. Einfach mal ja, machen. Ja, genau so. Wir haben 3 oder 4 Runden gemacht. Fragen über Fragen. Wir sind richtig gut. Wir sind besser mit ihrem Pferd als sie selber. Vielleicht sollte sie uns ihr Pferd einfach geben. Ich glaube, das ist eh einfach die bessere Lösung. Dann könnte sie ja unser Stellmädchen werden, ob sie das machen würde. Oh, jetzt wird's wild. So, jetzt nehmen wir uns eine etwas schwierigere Aufstellung vor. Okay. Super. Oh nein. Vorsichtig, damit die Kegel nicht umfallen. Der arme Kegel, tut mir leid. Das war ja doof. Wir sind echt voll flott unterwegs hier. Das ist der Hammer. Nein, 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 nicht umreiten. Ach, und der arme Kegel liegt da hinten jetzt so ganz verloren. Naja, können wir nichts machen. Ich frag mich, wie viele Aufstellungen noch kommen. Ja. Ist ja schon wild hier. Super. Noch eine Runde, okay. Das ist dann vielleicht die letzte und dann kriegen wir eine neue Aufstellung oder dann ist es vorbei. Wer weiß das? Ja, genau so. Das arme kleine Hütchen da unten. Ganz unschuldig. Wir reiten es einfach über den Haufen. Na komm, also jetzt muss doch mal was Neues kommen, oder nicht? Damit die Kegel nicht umfallen. Ich hab doch nichts umgeworfen. Ja, so. So, jetzt nehmen wir uns eine etwas schwierigere Aufstellung vor. Ja, das ist tatsächlich etwas schwieriger. Wir reiten jetzt hier. Ja. Damit die Kegel nicht umfallen. Eine wilde 8. Wir müssen außen rum, aber die Kegel, die Hütchen zählen trotzdem schon. Der ist uns ein bisschen voraus hier. Entschuldigung, kleines Hütchen. Warum zählt er die denn schon, obwohl wir noch gar nicht da sind? Tu das nicht. Wir wollen doch gar nicht schummeln. Ach so, mein Gott, ich bin ja auch total doof. Super, ich muss schon sagen, du bist richtig gut geworden. Oh. Das ist nur das Pferd. Es ist heute in Topform.
Wo hast du reiten gelernt? Nirgends. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe einfach aus dem Bauch heraus reagiert. Nein, du stellst dich geschickt an. Mach weiter so. Oh, wir sind ein Naturtalent. Der Wahnsinn. Ausgezeichnet. 5 Punkte fehlen uns noch, also gehen wir auf die Suche nach einer Frage. Ich habe überhaupt gar nicht drauf geachtet, bei der 8 eben, ob der Daumen glücklich ist mit uns. Er war es nämlich nicht. Ja. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was wir hätten anders machen müssen. Also. Mir war es jetzt nicht bewusst. Egal. Macht ja aber gar nichts, weil wir waren ja trotzdem echt gar nicht so schlecht. Gehen wir auf die Suche nach einem kleinen orangenen Fragezeichen. Orangen. So, nicht Orangenen. Entschuldigt manchmal so ein paar wilde, durchgewürfelte Wörter. Das ist manchmal nicht so einfach, wenn man so viel am Stück redet. Keine Fragen? Aber die ist neu, oder? Nee. Ach nee, das ist unsere Freundin von da hinten. Ich wollte die Aktion gerade abbrechen, aber das geht nicht. Gut, egal. Dann gucken wir jetzt mal, was sie zu sagen hat. Als ich einmal an Christian vorbeigegangen bin, bin ich gegen einen Baum gelaufen. Peinlich. Das ist in der Tat peinlich. Ach Mensch. Sie ist ein bisschen der Tollpatsch. Christian ist wohl der Stallschwarm. Bin ich am Überlegen, ob Mette, die am Anfang gefragt hat, ob wir ihm Bescheid sagen können, dass sie ihn sucht, ob sie überhaupt mit ihm verabredet war oder ob sie ihn einfach nur anhimmelt und gehofft hat, dass er sie sieht. Tja, aber er wollte ja eh nicht. Gibt's hier jetzt irgendwas Wildes? Ich würde auch gern so gut wie Christine reiten können. Wer ist jetzt Christine? Hilf mir. Ja, nicht die eingebildete Kuh. Ich habe Beate weiß gemacht, dass die Welt schwarz-weiß war, bevor Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg das Atom gespalten hat. Wie dumm darf man eigentlich sein? Ich bin einfach ganz fasziniert davon, wie nett die alle miteinander sind. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo, du bist die Frage, die wir suchen. Man sollte wissen, wofür die harte Bürste ist. Weißt du es? Um die Schuhe damit zu putzen. Nein, um die Box des Pferdes zu reinigen. Nein, den Schweif und die Mähne damit durchzubürsten. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Antwort. Alles andere hat ja nichts mit dem Pferd zu tun. 200 Punkte, cool. Noch mehr Fragen von den Leuten. Wettreiten mit Christian und Springreitübung. Okay, wow. Wettreiten mit Christian. Darauf bin ich jetzt gespannt. Ich werde noch verrückt mit ihr. Na? Hast du einen von Victorias berüchtigten Wutausbrüchen abbekommen? Ich begreife nicht, warum sie so ist. Es begann damit, dass ihre Mutter bei einem Autounfall starb. Victoria war damals erst 4 Jahre alt. Seitdem verwöhnt ihr Vater sie nach Strich und Faden. Sie bekommt alles, was ihr Herz begehrt. Oh, das habe ich nicht gewusst. Die Arme. Das soll keine Entschuldigung für ihr Verhalten sein, aber es ist eine Erklärung. Sad, aber man muss ja dann trotzdem nicht doof sein zu anderen, ne? Ich habe gehört, dass Christine dich als ihr neues Mobbing-Opfer auserkoren hat. Du solltest dich auf ein einsames Dasein ohne Freunde hier im Stall einstellen. Das kümmert mich nicht. Ich habe kein Interesse an Freunden, die nicht durchschauen, wie falsch und ekelhaft Christine ist. Ich bin total verwirrt. Wer ist jetzt Christine wieder? Also, wer hat uns bisher gemobbt? Bin ein bisschen überfragt, macht aber nichts. Wir reden jetzt mit... Ich habe leider ihren Namen schon wieder vergessen. Die anderen ärgern mich immer, weil ich den Unterschied zwischen einem Pferd und einem Pony nicht kenne. Weißt du ihn? Na, das ist doch das Stockmaß-Mäuschen. Okay. Nächste Frage kommt angestiefelt. Die nehmen wir. Und da hätten sich schon Christian mit irgendwas anderem rumstehen. Ich habe vergessen, wann man eine Sommerdecke auflegen sollte. Weißt du es?
Wenn man auf Asphalt reitet, wow, nein, damit es, man, es, Mann, damit es gegen die Insekten geschützt ist, so. Okay. 210 Punkte, wir brauchen 300. Und dann haben wir echt noch ein paar Fragen vor uns, ne? Gucken wir doch mal. Das sieht aus, als würde er da mit einem Pferd stehen. Also Wettreiten habe ich ja jetzt schon Bock drauf. Los, schneller. Ach, er hat uns eben auch sollen angesprochen. Sollen wir einen Ausritt in den Wald machen? Ja. I guess. Er hat uns so süß auf die Schulter getatscht. Ob er uns wohl angräbt? Und dass obwohl Mette sich für ihn geschminkt hat, müssen wir springen? Nein, nicht bremsen! Alter, wir haben Driftpony. Geil. Hey. Hopp. Ich habe noch nicht so ganz diesen Balken verstanden. Ups. Der vor den Sprüngen ist. Oh nee, das ist total doof. Ja. Gut, dass wir einfach da durchflutschen können. Weil der füllt sich, je länger man die Leertaste gedrückt hält. Irgendwie. Oder irgendwie auch nicht. Oh Gott, die Bäume. Oh, man sieht die teilweise gar nicht. Müssen wir schneller sein als er? Bin mir halt nichts. Also wahrscheinlich, aber. Wie? Wie schnell müssen wir sein? Jetzt komm schon, blöde doch nicht so herum. Um keine komplett blöde Medaille zu kriegen. Ach, er fehlt hier auch bei den Bäumen. Können wir ihn abdrängen? Aber wir flutschen einfach durch ihn durch. Auch nicht schlecht. Glückwunsch zum Sieg. Ich wusste gar nicht, dass du so schnell bist. Wir haben gewonnen? Krass, ja, okay. Findest du? Du musst besser aufpassen. Dann kannst du mich vielleicht schlagen. Aber sag nichts deiner Schwester. Sonst wird sie nur sauer. Monika? Ich finde, du... Ja? Du bist ein Tollpatsch. Wir sollten jetzt am besten nach Hause gehen. Oh mein Gott. Die Szene ist so falsch. Nein. Warum macht man das denn? Ah, schön. Ah, okay. Ja. Okay, er mag uns scheinbar. Und sie fällt erstmal gleich vor ihm hin. Na, das hätte sie vielleicht nicht machen sollen. Nee, muss nicht sein, nein. Hammer. Okay, was können wir machen? Wir können auf dem Springplatz springen. Ja, dann mal hü. Bestimmt wartet im Reitplatz, ja, genau, im Stall noch eine Frage auf uns. Ah, herrlich. Aber vielleicht finden wir hier auch noch irgendwie eine Frage. Naja, was? Nee, schade. Diese kleinen Vögel. Einfach süß. Oh ja, springen wollen wir. Hier steht keiner, der uns erklärt, was wir tun müssen. Das könnte wild werden. Wir springen da einfach rein. Haha. Kann ja nicht so schwer sein. Gut. Warum? Warum zischt sie? Ich bin total verwirrt mit der Lenkung. Was tun wir jetzt hier? Achte auf die Schrittlänge. Sie lenkt selber. Okay, ich entscheide nur schön über die Geschwindigkeit und das Abspringen. Verstehe. Konzentrier dich. Oh mein Gott, was passiert hier? Vielleicht muss ich das langsamer machen. Möglicherweise. Hervorragend. Hier ein bisschen schneller. Bisschen früher abspringen. Das Hindernis haben wir eh schon getötet. Ist nicht schlimm. Nein, nein, nein. Upsi. Hervorragend.
Okay, schneller und früher die Leertaste. Das ist wahrscheinlich die Sprunghöhe und Weite. Je länger wir die Leertaste drücken, okay, desto höher springt es. Okay, das war jetzt ein bisschen gefailed, aber... Wir können halt jetzt nicht mehr viel kaputt machen, weil einfach schon alle Hindernisse gerissen sind. Ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt eine Medaille überhaupt kriegen. Was bedeutet die 20? Sind das unsere Fehlerpunkte? Ich habe nicht aufgepasst. Oder die Punkte. A oder B? Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Ja, das merke ich wohl. Du solltest das vielleicht morgen noch einmal versuchen. Nee, schon heute. Wie wär's mit jetzt? Nein. Ach Mensch, das war ja schon ein bisschen dämlich gerade. Gut. Achte auf die Schrittlänge. Ja, das war nicht genug vorbereitet. Achte auf die Schrittlänge, du bist witzig. Erklär mir doch, was ich tun muss. Das, oh Gott, oh Gott. Okay, das letzte war nicht schlimm, aber das ist wirklich schwierig einzuschätzen, von der Perspektive her, wie weit man jetzt tatsächlich entfernt ist. Und wenn die Kamera dahinter fährt, dann ist es deutlich einfacher. Okay, ich glaube, wir machen es einfach nochmal, weil das ist echt schlecht. Wird es abbrechen? Ja, wir können es nochmal neu starten. Das ist sehr gut. Nein, nochmal, genau. Nein, das sehe ich auch so. Besser. Nein. Oh, verdammt. Ja, ihr dürft lachen. Konzentrier dich. Wieso kriege ich den denn nicht hin? Muss ich noch viel früher an Schwung, an Lauf nehmen? Den verstehe ich wirklich nicht. Das weiß ich nicht. Das sieht einfach so aus, als wäre man schon da, aber man ist es einfach noch gar nicht. Noch lange nicht. Okay, ich mache vielleicht einfach mal nicht Fullspeed. Gut. Vielleicht hier aber schon. Nein. Mein Gott, warum hat sie schon... Ich habe nicht mal die Leertaste gedrückt gerade davor. Hervorragend. Sie war einfach etwas übereifrig. Konzentriert. Warum? Es tut mir voll leid, dass ihr euch das hier antun müsst. Das ist ja grässlich. Was mache ich denn hier? Hervorragend. Das ist wirklich schwierig. Also, da muss man einen Dreh für rauskriegen. Nein. Okay, ich habe einfach viel zu früh probiert. Wow, okay, ich krieg das noch hin. Gut. Es ist schwer abzuschätzen, ab wann man die Leertaste runterdrücken muss, dass man die volle Leistung quasi, die volle Power vom Pferd rausholen kann, direkt über diesem Sprung hier. Na, das hat noch gereicht. Glück gehabt. Gut. Jetzt haben wir auch keinen Fullspeed drauf. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Jetzt erst. Gut. Und... Aha. Okay. Wow. Wir machen das, glaube ich, 3 Runden. Oh, das war etwas knapp. Ah, jetzt so. Nein. Verdammt. Aber das war nicht ganz schlecht. Also, ich weiß nicht, woran es lag. Ob es jetzt zu langsam war oder zu früh? Ich glaube, zu früh. Oh, verdammt, das ist schlecht. Achte auf die Schrittlänge. Das war auch nicht ganz gut, aber naja. 8 Fehlerpunkte, könnte uns aber immer noch eine Silbermedaille... Na okay, ich bin ein bisschen übermütig, aber vielleicht eine 4? Also es gibt ja 5 scheinbar. Das mit der 4 halt. Na los. Oder reichen 2 Runden? Warte, nee, es ist doch die 3., oder? Ich kann einfach nicht mehr mitzählen. Okay, wir haben es geschafft. Oh, bitte gib uns irgendwas. Irgendwas, egal. Ja. Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Ja, ist richtig. Du solltest das vielleicht morgen noch einmal versuchen. Aber das war ja gar nicht mal grässlich. Jetzt mit dem Vertrauen beim Pferdwerben, da sehe ich uns nicht. Beim Heuballenfangen können wir echt nochmal unser Glück probieren oder halt echt nochmal hier. Es könnte uns halt 25 Punkte, also nochmal 10 weitere Punkte bringen.
Wir brauchen jetzt halt einige, weil wir müssen... Also so viele Fragen von Leuten haben wir halt auch nicht mehr übrig, ne? Und um die Kreismeisterschaft freizuschalten, brauchen wir halt ein paar Punkte. Ach, Kinders. Das ist doch... Okay, letzter Versuch jetzt hier. Das muss doch machbar sein. Mein Gott, als Kind hätte ich einfach hier komplett einen Heulkrampf gekriegt. Das weiß ich ganz genau. Oh, gut, dass ich den abgebrochen habe, den ersten, aber trotzdem war das schlecht. Schön. Aber man muss halt echt ohne Fehler hier durchgehen, glaube ich. Ansonsten hat das hier keinen Wert. Nein. Konzentrier dich. Ja, nee, komm. Nein, wir machen das später nochmal. Ich schau mal, ob wir Fragen finden. Die müssen ja irgendwo rumgeistern. Vielleicht hier bei dem anderen Platz. Nee, sieht nicht danach aus. Haben wir das eigentlich total gefailt oder war das okay? Reitunterricht, das war eine 2. Ja, das ist doch in Ordnung. Das behalte ich erstmal so, wie es ist. Heuballen fangen. Machen wir das jetzt? Nee, wisst ihr was? Wir beenden die Folge an dieser Stelle. Weil ich sehe, dass wir schon wieder sonst zu lange sind mit der Aufnahmezeit. Ja. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit der Kreismeisterschaft dann auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei.